Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sitzen hier immer noch oder wieder gemütlich in unserer Höhle. Und wir waren ja also die 2 Stunden, die ich da zuletzt aufgenommen hatte, aus denen ich 4 Folgen gemacht hatte, die liefen ja richtig gut. Ich habe richtig fett was gelootet, ne? Jetzt muss ich mal kurz schauen hier, was wir da kurz jetzt mal ablegen können hier und so weiter. Ein paar Pfeilchen brauche ich eigentlich nicht craften. Ich habe da noch ein bisschen übrig. Ich muss mal gucken, was hatte ich denn hier so schön sortiert. Ich blick's schon gar nicht mehr. Okay, da war das ganze Zeugs drin. Ja, das ist alles ein bisschen durcheinander, ne? Ich sehe schon. Okay, hier war das ganze Zeugs drin. Ja, alles klar. So, zack, zack, zack. Die können wir noch kurz klein machen. Ne, Dingens hier, ne? Ne, wie viel Felle hatten wir eigentlich? 11. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir für eine Forge gebraucht haben. Ne, Quatsch. Für den Blasebalken hier. Den brauchen wir. Bellows, genau. So, okay. Da fehlt noch eins. Jo, ein Fell fehlt noch. Dann können wir das Bellows-Ding da herstellen, den Blasebalken. Und dann können wir ein bisschen forgen. So, ein bisschen Brass schadet nie. Brauchen wir später mal für die ganzen Hülsen. So, jetzt ist 21:30 Uhr, das heißt. Ja. Okay, ich höre schon wieder Zombies tapseln da oben. Das heißt, die Nacht bricht gleich rein. Okay, da ist noch gerade ein bisschen Wasser am Kochen. Nee, oder auch nicht. Hatten wir noch Holz? Ja, natürlich hatten wir kein Holz mehr. Ja, wer hätte es gedacht? Habe ich eigentlich noch irgendwas, was ich brutzeln kann? Okay, ein Venison, aber hey, naja. Brauchen wir nicht unbedingt. So. Also, um über die Runden zu kommen, haben wir auf jeden Fall mal genug momentan. Wir haben. Okay, es kommt dann, glaube ich, ein bisschen an Zombies gerade drüber über mich. Also, wir haben auf jeden Fall genug momentan. Wir haben hier 97 Yucca-Früchte. Damit kommt man schon ein Weilchen über die Runden. Ein bisschen Dosenfutter haben wir auch. Wasser haben wir jetzt auch jede Menge. Und wir haben noch Yucca-Pflanzen, um uns zur Not Yucca-Saft ein bisschen herzustellen. Das ist schon okay. Das ist schon okay. So, ich will jetzt natürlich auch gleich wieder auf die Loot-Tour, auf die nächste Loot-Tour gehen. Denn wir wollen ja irgendwann mal, ich brauch die ganzen Teile für das Minibike. Ich will mir irgendwann auf jeden Fall natürlich das Minibike zusammen craften. So, hier vorne waren wir, ne? Da war die Todesscheune, glaube ich. Ja. Hier war die Höhle. Da haben wir wichtigerweise ein Waypoint hingesetzt. Und was noch viel wichtiger ist, ich brauche. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Also ich muss überlegen, wo ich hinlaufe als nächstes. Also hier ist ein riesen fettes Gebiet, wo wir noch nie waren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich als nächstes mal hier runtergehen, die Straße lang, weil die Straße entlang hat man immer die größte Chance, irgendwie auf Gebäude zu treffen. Und wir müssen halt einfach zu zu irgendwelchen Gebäuden finden, da wir ja eine gewisse Ja, ein paar gewisse Teile brauchen für das Minibike. Ich zeige euch das gerade mal. So, da haben wir das hier. Minibike Seat zum Beispiel. Alter Schwede. Also wir brauchen Duct Tapes, ist nicht so das Problem. Pipes auch nicht. Cotton auch nicht. Leder. Ja, so, das heißt, wir brauchen immer noch dieses Kack-Leder-Taming-Buch. Was wir leider nicht gefunden haben. Das heißt, wir müssen warten, dass, ich glaube, 3 Tage Loot Respawn oder so hab ich eingestellt. Was wir auch noch finden müssen, das können wir auch, glaube ich, nur finden und nicht herstellen, ist das Scrap Cable und die Headlights. Die Handlebars für den Lenker haben wir ja gefunden. Das ist wieder hier kein Problem. Duct Tape und so ein Zeugs, ne? Chassis ist auch kein Problem. Da brauchen wir nur ein bisschen Fell noch. Wir können ja mal ein bisschen jagen gehen, so am nächsten Tag jetzt. Ich will nur jetzt noch nicht unbedingt rausgehen. Ich muss noch warten, bis die Nacht vorbei ist, bis 4 Uhr ist.
Und ab 4 Uhr, da können wir wieder ganz easy rausgehen. Ich denke mal, Hunde sind jetzt gerade nicht da. Dann pflanzen wir uns hier eine schöne Forge hin. Das wird schön. Und dann haben wir ja hier, dann haben wir ja ein bisschen Eisen, womit wir mal ein bisschen was machen können. Das Ding übrigens, falls der eine oder andere sich fragt, warum nimmt der Depp denn so einen Einkaufskorb mit, ne? Ist ganz einfach, kann man nämlich ans Minibike ran montieren. Für ein bisschen extra Stauraum. Ist ganz nützlich, wenn wir dann mal mit dem Minibike auf größere Touren gehen. Dann brauchen wir den Platz unter Umständen, um da ein bisschen was zwischenzulagern. Und das Inventar von dem Minibike, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie groß das war. Ich glaube, so groß wie das Crafting-Fenster hier ungefähr. Vielleicht noch ein Slot, also eine Reihe mehr. Ich weiß es nicht genau. Also es ist, glaube ich, nicht ganz so groß wie unser Inventar, aber ja, so ungefähr ein bisschen weniger müsste es sein. Das heißt, da kann man schon ganz gut looten hingehen mit dem Minibike. Was allerdings auch noch dazu kommt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Was wir auch noch unbedingt brauchen werden, ist mehr Öl. Genau. Denn mit Öl und was noch? Ich glaube, Cloth können wir doch Repair Kits herstellen. Genau, aber dazu brauchen wir Metal Stripes. Wir brauchen auf jeden Fall. Okay, ein paar Iron Pipes hätten wir schon. Ein paar Iron. Sollen wir vielleicht schon mal das Chassis herstellen? Komm, das machen wir schon mal. Das Problem ist jetzt natürlich mit meinem Level, da wird immer nur so ein Purschrott rauskommen. Ist die Frage, ob ich das lieber hätte lassen sollen. Naja, jetzt ist schon zu spät. Vielleicht zur Not bauen wir einfach später nochmal eins. So ein paar Iron Pipes sind ja nicht jetzt gerade das größte Problem. Alright, komm schon, lass 4 Uhr werden. Ich sitze hier die ganze Zeit nur rum und labere vor mich hin. Ist nicht so das Wahre. So, 8 Minuten sind wir schon in der Aufnahme ungefähr. Komm schon, lass 4 Uhr werden. Lass 4 Uhr. Ich will da raus. Ich will da raus. Naja. Okay, weil wir müssen halt warten. Was willst du machen, ne? Dann kloppen wir halt mal hier noch kurz ein bisschen rum. Weil wir sonst nichts zu tun haben, ne? Sieht irgendwie ein bisschen unförmig aus, das Ganze hier, aber ey, egal. Ist ja nur zur Sicherheit, soll er ja nicht die Base werden an sich. Also vorerst natürlich schon, klar. Aber nicht gegen später. Gegen später wollen wir uns dann, hat sich ja einer gewünscht, wollen wir uns dann in der großen Stadt niederlassen. Ob das so sinnvoll ist, ich wage es mal zu bezweifeln. Es ist eher dumm. Aber wenn wir gut genug ausgerüstet sind, dann können wir das schon mal riskieren, ja. Macht das Ganze ein bisschen spannender. Aber dazu sollten wir erstmal eine große Stadt finden, ne? Das ist natürlich wieder das andere. Die haben wir noch nicht gefunden. Ich meine, ob das jetzt nachher so ein Wohngebiet ist da oder so eine Assi-Stadt, das wird sich zeigen, je nachdem, was wir halt finden, ne? So, es ist 3 Uhr. Gleich können wir loslegen. Da reparieren wir gerade mal noch kurz die Steinaxt. Alright, komm schon, halbe Stunde noch. Dann gehen wir ein bisschen auf Zombie-Jagd. Wir sind gerade, was haben wir denn eigentlich für ein Level? Ah, Level 14, doch schon, okay. Ich muss sagen, das geht, ja, ich sag mal, wenn man schaut, dass man Zombies, die einem über den Weg laufen, auch wirklich alle mitnimmt, dann geht das ganz gut voran. Durchs Craften natürlich auch. Aber fürs Craften braucht man einiges an Material, vor allem Holz. Habe ich gemerkt, also wenn man zum Beispiel Wood Frames craftet, eine Menge, die bringen auch ganz gut EP.
So, aber jetzt genug gelabert. Wir wollen mehr Action, genug rumgesessen. Ach so, das Ding hier oben wollte ich auch irgendwann mal ausbauen, ne? Nee. Müssen wir mal gucken, okay. Huch. Ach, Hallöchen, du. Dich nehmen wir doch gerade mal mit. Ah, geil. Schon hat sich's gelohnt, einen zu töten. Ja, dich nicht unbedingt. Aber hey, was soll's? Wir laufen los. Mit unserem Wellnesswert des Grauens. So, bin ich richtig? Genau, da wollte ich lang. Dann laufen wir jetzt einfach mal die Straße entlang und schau mal, was uns so erwartet. Ich werde die Folge übrigens jetzt wieder. Ich habe ja die letzten 4 Folgen so ungefähr auf eine halbe Stunde gemacht, weil ich da eine 2-Stunden-Aufnahme hatte und das auf 4 einfach dann auf 4 zusammengeschnitten habe, weil ich noch 4 Tage hatte. Und ich werde die Folge jetzt hier auch wieder ungefähr eine halbe Stunde lang machen, ein bisschen länger als üblich. Einfach, oh fuck. Einfach weil in 7 Days sehr viel, weil es hier sehr viel zu tun gibt. Wenn wir hier wirklich überleben wollen. Und ja, ich sag mal, wenn ich da immer so ganz kurze Folgen mache mit 20 Minuten, da kommen wir halt nicht so schnell zu irgendwas. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, machen wir dann doch halt mal lieber ein bisschen längere Folgen. Ich hoffe, das ist nicht dramatisch für euch und ich hoffe, eine halbe Stunde ist noch drin. Falls es zu lange ist, einfach schreiben, aber ich glaube, meine halbe Stunde ist durchaus noch akzeptabel. So. So, wir gucken ganz kurz mal. Seht ihr das? Ich glaube, vorher waren wir hier oder so, ne? Also, Zombies töten lohnt sich definitiv. Alles, was an Zombies so rumkreucht und fleucht, alles mitnehmen. Ich meine, viele werden vielleicht lieber auch mit dem Bogen mit dem Crossbow spielen als mit dem Bogen. Da habe ich auch so ein paar Leutchen, die das lieber tun. Ich muss aber sagen, ich glaube, der Bogen ist schneller und vom Schaden her nicht deutlich schlechter. Ist halt Geschmackssache, ne? Auf die Entfernung ist halt senken sich die Pfeile natürlich ab. Da muss man ein bisschen mit der, ja, muss man ein bisschen halt höher zielen. Aber gut, deswegen gehe ich auch lieber näher ran an die Zombies und töte sie dann. Ist eh sinnvoller. Bevor ich da 20 Pfeile für einen Zombie verballer, da gehen wir doch lieber kurz ran und rotzen ihm das Ding direkt ins Gehirn rein. Gut, bei so einem brauchen wir halt mehr. Ich glaube in der Regel. Okay, diesmal haben 2 gereicht, anscheinend. Ach, hallo Nursey, was geht ab? Ah, toll, die hat Vitamine nur dabei. Aber Vitamine brauchen wir wirklich als allerletztes hier. Oh, ein Hirsch, Moment. Was? Ich hasse es, wenn ich verfolgt werde. Ich hasse es. Da kann ich nicht in Ruhe jagen gehen, meine Freunde. So, jetzt aber. Wobei, nee, komm, wir lassen den Hirsch erstmal stehen. Wir können ja jagen, können wir immer noch irgendwann. Das ist irgendwie nicht so das Problem. Tiere gibt's überall und genug. So, wir laufen lieber mal ein bisschen weiter und gucken, ob wir was finden. Das ist viel wichtiger. Weil nur in Städten und Häusern und Schnickschnack können wir, wie gesagt, wirklich was finden. Und wenn man vom Teufel redet, lalalala, da ist eine Stadt. Yeah. Und wir sind noch nicht mal weit davon entfernt. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil, Leute. Ist das geil. Das ist eine komplette Stadt. Nicht nur so 2 Häuschen. Okay, ich werde schon wieder von allen Seiten hier angegriffen. Da werden jetzt auch noch ein paar mehr Zombies kommen. Aber die paar Minuten nehmen wir uns jetzt Zeit, um die Zombies hier niederzumetzeln. Denn wie gesagt, EP, EP, EP. Das ist das A und O hier in dem Spiel. Denn ohne EP, ich hoffe nur, jetzt kommen keine Hunde gleich. Denn ohne EP könnt ihr nichts Besseres. Tada!
Level up, denn ohne EP, also ohne fettere Level, könnt ihr nichts Besseres herstellen. Und in der Regel auch nichts Besseres droppen. Ja? Ist ja auch ein Loot ab, ein levelabhängiges Loot-System mittlerweile. Kennt ihr ja. Oh, Autos, ganz wichtig. Autos, 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 Autos. Wie viele Schmerztabletten ich heute finde. Was ist denn da los? Öl. Naja, gut. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Oh, ist das da hinten? Oh, ho, ho, ho. Oh, oh, ist das traumhaft. Ein Born and Noble. Das ist wieder ein Buchladen, Leute. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Buchläden in der Nähe. Alter, wie geil. Na, wenn sich da nicht mal das Leather Taming irgendwie gleich finden lässt, ist das ein Traum. Huch. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Hier, komm an. Komm an, komm an. Ich muss aber ein bisschen aufpassen. Hier wird überall Holz zerklopft. Oh, ich hasse diese Wackeldackel hier echt. Schon wieder Schmerztabletten. Haben denn die Dorfbewohner hier alle Kopfschmerzen die ganze Zeit, dass die alle Schmerztabletten mit sich rumtragen? Ich weiß ja nicht. Ein wenig seltsam. Aber hey, mir soll es recht sein, Schmerztabletten. Ach, 17 Stück haben wir nur. Na dann. Ist ja. Sollten wir ein bisschen mit zurechtkommen, ne? So, wir reparieren mal ganz kurz den Bogen, wenn ich auch mal hier treffe. Irgendwo ist da ein Bär, habe ich gehört. Okay, von hinten kommt gerade nichts. Ja, mach mal kaputt, ne? Upsala. So, ich hoffe, das ist der einzige Zombie hier drin. Lalalala. Oh, geil. So, Bücher brauchen wir natürlich auch. Und zwar später für die Munitionsherstellung. Naja, gut, leere Gläser jetzt nicht unbedingt gerade. Brust, eine Lederbrust, eine. Ich glaube, dieses gelbe Zeichen heißt, wir kennen es schon, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, hier ist nichts. Set in Concrete, das kennen wir doch auch schon. Pistols, kennen wir auch schon. Damn it. Damn it. Oh ja, ist schön. Zwei Bier. Nehmen wir gern. Okay, die Cabinets darf ich hier nicht vergessen. Man sieht es hier so schlecht. Halt die Klappe, du. Dämliches Summschild. Das geht mir auf den Sack. So, jetzt. Ja, hier ist wieder so dunkel, ey. Das geht mir auch auf den Keks. Leute. Wow! Sniper Rifle Schematic! Das ist gut. Was ist das? Oh, The Riddle of Steel, Leute. Das heißt, wir können Stahl verarbeiten. Fette, fette Scheiße. Fett, fett. Okay, und nochmal, natürlich, natürlich, weil wir brauchen es auch alles dreimal. Oh, geil. Shotgun Slugs. Shotgun Slugs, für alle, die es nicht kennen. Oh, der ist besser als den, den wir schon haben. Shotgun Slugs sind besser als die normalen Shotgun Shells. Die machen ungefähr, ich glaube, das Zehnfache an Schaden. Das ist total krank. Hä, warum war ich hier denn überall noch nicht? Oh mein Gott, Leather Taming. Fuck yeah. Ist das ein Traum, Leute? Ist das ein Traum? Ich habe so viele Sachen jetzt hier gefunden, die ich noch nicht kannte. Und Shotgun Shells auch noch. Was ich auch noch ge gerne finden würde. Hier waren wir schon, okay. Was ich auch noch gerne finden würde, aber ich befürchte, hier in dem Laden gibt es kein zweites Stockwerk.
Das ist oh, Antibiotika, sehr schön. Die Schematik für Gascans. Die würde ich ganz gern finden. Fuck, wir sind voll. Okay, wir machen das mal kurz folgendermaßen. Das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Und das auch. So, dann das lernen wir mal schnell. So, jetzt kennen wir es auch. So, wir lernen einfach mal kurz alles, was wir so noch nicht kennen. Wo noch? Hier, Nether Taming, ganz wichtig. Ich liebe Buchläden, Leute. Ich liebe Buchläden. So, du darfst auch gern das tun, was ich will. So, was wollte ich mitnehmen? Hier, das wollte ich noch mitnehmen, genau. Brass können wir, wie gesagt, ja immer brauchen. So, jetzt mal schnell hier rüber. Vielleicht gibt es ja hier hinten doch noch ein paar Sachen. Aber schade, dass es hier kein zweites Stockwerk gibt, muss ich sagen. Ist leider eine andere Buchhandlung. Die andere, die war ja total krass. Oh, was gibt's denn hier drin? Was gibt es denn hier drin? Okay, das ist nicht so toll. Ein Footballhelm. Ach, wir haben ja schon einen an. Na toll. Können wir den kaputt machen? Naja. Ein Wall-Safe. Okay, ho lass mal hoffen, dass hier. Dass hier. Ne? Schöne Waffenteile drin sind. Sinnvolle. Oder irgendwas anderes. Also, so ein Ammunition-Book würde mir auch ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Okay, das ist ein bisschen Käse. Ich glaube, das liegt alles noch an meinem Level mitunter, dass wir nur Müll finden. Steel Arrows, ja komm, was soll der Geiz? Nehmen wir mit. Okay, das war's aber, glaube ich, hier. Schade. Aber wenigstens haben wir Leather Taming gefunden. Sehr, sehr wichtig war das. Was als nächstes. Oh, Moment, ich muss mal kurz was testen. Schade, funktioniert nicht. Ich dachte, vielleicht können wir die Ledercouch zu Leder verarbeiten. Hat nicht sollen sein. Was ist das denn für ein großes Gebäude hier? Das sieht gut aus, nach so einer Polizeistation oder sowas. Aber erstmal nehmen wir den Dicken hier noch mit. Pow! Danke, für nichts. Egal, EP. EP, was soll's? Most important EP. Ah, schönes großes Städtchen hier. Huch. Treffen sollte ich halt. Oh mein Gott, nein. War das knapp. Jo. So gut ich vorher auch gezielt habe die ganze Zeit. Tatsache, das ist eine Polizeistation, Leute. Da will ich rein. Wir sind jetzt bei 24 Minuten ungefähr. Das heißt, wir haben noch ein paar Minütchen. Und hier will ich unbedingt rein. So, sonst gab es hier nichts, oder wie? Nee. Shotgun Shell Schematic. Ja, machen wir wieder klein. Gibt ein paar Seiten. Schuhe, haben wir Schuhe schon an? Nee, haben wir nicht. Geil. Coole Sache. Schon wieder was gefunden, was wir brauchen können. Ich hoffe, die werden uns gleich hier nicht überrennen. Weil da ist ja schön offen da vorne alles. So, gibt es hier auch noch irgendwas? Sehr schön. Solche Dosen sieht man gern. Oh, ein Minenhelm. Der ist gelb. Der dürfte unter Umständen besser sein als ein blaues T-Shirt. Geil.
Weg mit dem. Ne, warte mal, warte mal. Ich hatte ja was anderes vor. Wir setzen erstmal den Minenhelm auf. Jo, der ist definitiv momentan besser als das Ding hier. Aber wir heben ihn mal noch auf. Und das hier machen wir zu Stoff. So, dann haben wir das nämlich auch verwertet. Das ist immer ganz gut, wenn man das Zeug verwertet. Oh, wir haben schon 16 Uhr, sehe ich gerade. Okay, Leute, ich glaube, wichtiger ist erstmal gerade hoch zu gehen. Weil hier gibt es die wichtigen Sachen. Sprich, Munitionskisten und so ein Scheiß. Und vor allem, es wird schon leicht dämmerig draußen. Und ich. Scheiße, ich sehe nichts. Ach, Moment, ich habe doch einen Minenhelm. Ah! Das ist natürlich auch geil, wenn man einen Minenhelm aufsetzt und ihn einfach gnadenlos vergisst. So, ich glaube, hier drüben müssen wir rein. Hier war, glaube ich. Oh, fuck. Das dauert ewig, die aufzuschlagen hier. Aber arg lange dürfen wir uns hier nicht mehr Zeit lassen. Geh auf, verdammt. Haben wir davon irgendwas noch nicht an? Egal. Okay, safe kaputt kloppen, schnell. Ich bin der Meinung, hier war eigentlich. Hier müsste irgendwo eine Munitionskiste sein in so einem Bullenrevier. Aber ich weiß es nicht genau. Oh, komm schon, please, geh auf. Okay, weg mit dem Wasser, weg damit, weg damit. Nehmen wir erstmal das hier mit. Oh, da ist noch einer. Ach, scheißegal. Können wir jetzt nicht. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Hier irgendwo muss noch eine scheiß Munitionskiste drin sein. Oh man, warum nicht? Dann hier vielleicht. Komm schon. I ain't got no time. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Ja, da ist sie! Alter, nee, ey. Du verarschst mich doch. Du scheiß Munitionskiste, du blöde Scheißkiste, du. Das Ding hat mich voll verarscht, ey. Bisschen Munition da drin, das ist da lächerlich. Okay, hier, die Toiletten ist scheißegal, Alter. Da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Wir gucken, dass wir noch schnell nach Hause rennen. Wo ist zu Hause? Da ist zu Hause. Auf Wiedersehen, Jungs und Mädels, ich komme wieder. Das Auto da vorne, das will ich noch kurz. Ah, shit, Mann, ich brauche Platz, falls da was Nettes drin ist. So, das Auto will ich noch kurz durchlooten. Man weiß ja nie, ob da vielleicht irgendein geiles Tool drin ist, was man brauchen kann. Ah. Oder einen Motor bräuchten wir auch, eine Batterie bräuchten wir. Da ist noch ein Auto. Ist das lootbar? Ah, oh, Brass Car Radiator, scheiße. Ja, jetzt kommen ein paar Viecher. Viecher. Ein paar Viecher. Deswegen werden wir jetzt abhauen. Oh ja, jetzt kommen ein paar mehr Viecher. Deswegen werden wir jetzt dringend mal abhauen. Aber eins will ich ganz kurz machen. Oh, fuck it! So, a nice buzz. Scheiß aufs Glas. Brauchen wir jetzt nicht. Ich will nur schnell nach Hause rennen. Weil ich habe nur noch 3 Stunden Zeit. Ich glaube, in 3 Stunden müssen wir das locker schaffen, ne? Locker. Easy. So, wenigstens können wir jetzt den Rest voll nach Hause sprinten. Oh, das ist aber ein gefährlicher Abhang hier. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, ist eigentlich recht easy der Weg zur Stadt. Das ist ja direkt ums Eck. Ey Leute, das ist perfekt. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal schön da drüben ausrüsten. Und wenn wir dann
ein bisschen ausgerüstet sind, so nach und nach, dann können wir einfach rüber in die Stadt ziehen. Finde ich geil. Huch, ich muss echt aufpassen, wenn ich Berge runterrenne. Ich sollte sie nicht runterrennen, sondern runterlaufen. Ah, na, den Berg lassen wir mal. Den Berg. Den Bär lassen wir mal in Ruhe. Nee, nee, da habe ich keine Lust drauf. Okay, es sind gerade ziemlich viele Zombies unterwegs. Falls ihr euch fragt, nee, der hat doch gesagt, nimm jeden Zombie unterwegs mit. Warum er das. Ah, warum er das nicht selber tut? Ich tue das normalerweise schon. Aber nicht, wenn ich dringend nach Hause sollte. Ja. 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 Okay, Leute, das war gerade das Aim des Grauens. Ah, hier sind wir schon. Hier sind wir schon. Sehr schön. Schnell rein in unsere Höhle. Ah! Oh, ich hasse es hier. Ich muss es echt mal dringend irgendwie in den nächsten Folgen umbauen, diesen Scheiß. Das ist total nervig. So, wir sind zu Hause zurück. Sortieren tun wir nächstes Mal oder ich mach's vor der nächsten Folge. Oder. Ich hoffe, die Folge hat wieder Spaß gemacht und würde sagen, bis zur nächsten, meine Freunde. Tschüss.